Wir fahren für 2 Tage nach Famagusta. Dazu müssen wir wieder über das Kyrenia-Gebirge fahren. Ich mache keinen Spaß, ja? Denn es ist ja so, schauen Sie mal, das mittelalterliche Osmanische Reich, liebe Gäste, ich bin kein Neu-Osmane. Und ich bin natürlich froh, dass wir durch Atatürk diese Monarchie weg haben. Aber wenn wir die mittelalterliche Geschichte der Osmanen mit der europäischen vergleichen, humanistisch der Begriff ist nicht richtig, aber war besser, sag ich mal. Für die Welt ist Nordzypern oder ist Zypern eine Insel, ein Land und ist ein Teil somit der EU. In Nikosia machen wir einen Zwischenstopp, um den türkischen Teil der Altstadt zu besichtigen. Typische Bauweise der alten Häuser mit den hervorspringenden Erkern und Balkonen. Die Sophienkathedrale wurde zwischen 1209 und 1326 errichtet und gilt als Meisterwerk des gotischen Kirchenbaus. Geweiht wurde die Kirche am 5. November 1326. Das Gebäude war bis 1489 die Krönungskirche der Könige Zyperns. Die Osmanen wandelten die Kathedrale in eine Moschee um. Die unvollendet gebliebenen Westtürme wurden als Minarette fertiggebaut. Die sakrale Ausstattung, zum Beispiel die Kirchenfenster, ging dabei verloren. Fortan war das Gebäude die städtische Hauptmoschee. Wir bummeln durch die Straßen der Altstadt von Nikosia und genießen das orientalische Flair der engen Gassen mit den vielen Geschäften und den Duft von orientalischen Gewürzen. Ich war dem, was du gern hättest, ne, Sahne? Ja, genau, so eine hätte ich gern. Komm. Sevgilim nerede? İstanbul sokaklarında. Çare buldum bu derdi. İstanbul sokaklarında. Der Grenzübergang in den griechischen Teil. Austria. Das ist eine kleine Puppe. Gibt's
Für zwei Nächte bleiben wir in Famagusta. Schön drapiert.